Die Integration von Sozialwissenschaften und Data Science bringt viel Potenzial für zukünftige Forschung und Anwendung in der Praxis. Beide Wissenschaftsbereiche werden davon weiterhin profitieren und ihre Kooperationen wohl auch noch vertiefen. Die Data Sciences bekommen interessante Daten aus den unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Außerdem offene theoretische Fragestellungen, die sie inspirieren und für ihre methodische Weiterentwicklung von Bedeutung sind. Zum Beispiel methodische Innovationen für die Gewinnung von verständlichen Informationen aus komplexen und heterogenen Daten, wie sie beispielsweise aus Umfragepanels oder in Form von Textdaten aus sozialen Netzwerken von den Sozialwissenschaften gesammelt zur Verfügung gestellt werden. Wir benötigen neue Algorithmen, die mit fehlenden Daten umgehen können und die Privatsphäre von UmfrageteilnehmerInnen berücksichtigen. In der aktuellen Data Science Forschung sind Privatheit und Fairness zentrale Themen. Fairness betrachten wir auf dem Niveau von Gruppen und Einzelindividuen. Ein Algorithmus ist fair auf dem Gruppenniveau, wenn verschiedene Gruppen von Menschen im Durchschnitt gleich behandelt werden. Es wäre zum Beispiel unfair, ein Modell zu lernen, das das Wahlverhalten von Männern besser vorhersagt als das von Frauen. Ein fairer Algorithmus berücksichtigt die Interessen und Einflussfaktoren aller wichtigen Gruppen bezüglich der untersuchten Fragestellung gleichermaßen. Auf der individuellen Ebene ist ein Algorithmus fair, wenn ähnliche Menschen auch ähnlich behandelt werden bzw. in das Modell eingehen. Unfair wäre es beispielsweise, wenn ein Algorithmus zwei sehr ähnliche WählerInnen eine unterschiedliche Parteipräferenz vorhersagt. Neben Fairness ist die Respektierung der Privatsphäre in den Sozialwissenschaften ein wichtiges Thema. Es gibt viele unterschiedliche Definitionen der Privatheit, zum Beispiel aus den Rechtswissenschaften. In der Informatikforschung ist Differential Privacy ein sehr häufig verwendetes Konzept. Differential Privacy bedeutet, dass die Privatsphäre jeder einzelnen Person gewahrt bleibt. Zur Befruchtung der interdisziplinären Forschung in den Computational Social Sciences ist es beispielsweise notwendig, dass Daten möglichst offen ausgetauscht werden können. Allerdings sind die Daten oft sensibel und vertraulich. Es ist beispielsweise für Forschungszwecke häufig ausreichend, mit Daten zu arbeiten, deren statistische Verteilung der echten Daten entspricht. Es gibt Techniken, die realistische künstliche Datensätze konstruieren. Solche Daten erfüllen die Anforderung der Differential Privacy und können unbedenklich öffentlich verfügbar gemacht werden. Weitere Techniken zur Bewahrung der Privatsphäre sind Verschlüsselung und Anonymisierung von Daten. Neben Fairness und Privacy ist die Verständlichkeit der Ergebnisse von Algorithmen in der Computational Social Science Forschung sehr wichtig. Bei Techniken des maschinellen Lernens ist es häufig nicht das primäre Ziel, eine gute Vorhersagekraft zu erzielen. Vielmehr möchten wir die dem Prozess zugrunde liegenden Faktoren verstehen. Bei der Vorhersage der Wahlentscheidung möchten wir beispielsweise verstehen, was die Faktoren sind, die WählerInnen zur Bestärkung oder Änderung ihrer Entscheidung bewegen. Fragestellungen aus den Sozialwissenschaften inspirieren Forschende aus den Data Sciences dazu, faire Algorithmen zu entwickeln, die verschiedene Datenquellen integrieren können, die die Privatheit der Personen respektieren und für den Menschen verständliche Ergebnisse liefern. Zu jedem dieser einzelnen Punkte gibt es bereits Ansätze, aber auch noch immensen Forschungsbedarf. Wie profitieren die Sozialwissenschaften nun aus dieser Zusammenarbeit mit den Data Sciences? Verschiedene Aspekte sind hier zu nennen, die in der weiteren zukünftigen Zusammenarbeit mit den Data Sciences wohl noch ausdifferenziert werden. Neue Ideen und Möglichkeitsräume werden sich durch die Zusammenarbeit ergeben. Zunächst ist die breite Palette an unterschiedlichen realen Daten, die in den Sozialwissenschaften im Längs- und Querschnitt und in unterschiedlicher Form wie Register, Umfrage und Textdaten zur Verfügung stehen, zu erwähnen. Durch die Zusammenarbeit mit den Data Sciences und der Anwendung dieser Methoden ist ein Informationsgewinn aus den Daten zu erzielen. Die gesamte Information, die in einem Datensatz enthalten ist, kann herangezogen werden und nicht nur einzelne Variablen, wie es derzeit der Fall ist.
Des Weiteren kann durch die Zusammenarbeit methodisch viel Innovatives erzielt werden. Die Verknüpfung von Datensätzen und Datensorten sowie die Anwendung der Algorithmen der Data Sciences führen zu einem Informationsgewinn. Siehe beispielsweise das Zusammenspiel von Registerdaten, Umfragedaten oder von Umfragedaten und Textdaten. Die induktive Herangehensweise an die Datenanalyse bringt sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten zur Erweiterung von theoretischen Modellen und Ansätzen in den Sozialwissenschaften. Die Herausforderungen für die Sozialwissenschaften und die Data Sciences sind nun, eine gemeinsame Sprache zu finden, die theoretischen Herangehensweisen der Sozialwissenschaften in Betracht zu ziehen, unterschiedliche Zugänge in der Betrachtung von Daten zu bewerten und die Anwendung von statistischen Methoden und Algorithmen mit einzubeziehen. Diesen Herausforderungen begegnen wir in Digitize und eröffnen somit den beiden Wissenschaftsbereichen viele neue Möglichkeitsräume für spannende Fragestellungen und methodische Innovationen. In weiterer Folge wird auch eine Masterlehrveranstaltung konzipiert, die auf die unterschiedlichen Daten- und Methodenansätze eingeht und somit die Computational Social Science Data Sciences der Zukunft bilden wird. Die interdisziplinäre Computational Social Sciences Forschung bringt Forschende von beiden Wissenschaftsbereichen zusammen, was die Diversität fördert und viel Raum für Kreativität und Innovationen schafft. Wir hoffen, dieser MOOC war für Sie ein interessanter Einstieg. Gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft dieses spannenden Forschungsfelds.